Corona-Abschlussstatement. Hallihallo, ihr Lieben. Ich habe am 2.2.2020 ein Video gemacht, Coronavirus-Veräppelung. Seit dem Video hat sich eigentlich nichts verändert. Welche Punkte wurden von Anfang an kritisiert? Durch die Messung schufen wir uns diese Plandemie. Von Anfang an gab es keine Referenzdaten. Die PCR ist ungeeignet für die Bestimmung einer Todesursache und sie ist auch ungeeignet für die Bestimmung einer Krankheitsursache. Erkrankungen sind immer polykausal und niemals monokausal. Jedes Jahr sterben im Frühling Menschen. Das ist was Normales. Wir haben noch nie wirklich den Erreger bestimmt. Wir haben immer salopp gesagt, na, das ist heute Grippe. Das Virus, das Covid-19, kommt ubiquitär vor. Das heißt, wenn ich beginne, es überall zu messen, werde ich es überall finden. Und auch beim Gesunden. Es gibt viele Viren, die mit uns leben und die keine Krankheiten verursachen. Generell ist die Existenz von solchen Killerviren sehr umstritten. Schlagwort Exosome, extrazelluläre Vesikel. Wieso sind bei diesen Epidemien unter Anführungszeichen immer wieder die gleichen Akteure? Ein Herr Drosten, Robert-Koch-Institut, WHO. Das war bei der Schweinegrippe, bei BSE, bei der Vogelgrippe. Wieso macht ein Augenarzt, nämlich in China, so hat das Ganze begonnen, eine PCR bei einem 80-Jährigen? Bei diesen Punkten hat der Mainstream jetzt nach Monaten langsam sozusagen zugegeben, dass diese Punkte eigentlich von Anfang an richtig waren. Was ist jetzt Corona gewesen? So wie es wirkt, und bitte glaubt mir nicht, sondern geht auf coronadatencheck.com. Dort findet ihr viele, viele Artikel gesichert in einer Blockchain. Ihr findet dort aber auch Links zu weiterführenden Seiten, weil das Internet, die Menschen beginnen langsam zu erwachen. Immer mehr werden die ganzen Verstrickungen hinter diesen Corona, hinter dieser Plandemie, man muss eigentlich sagen, das war eine geplante Epidemie, so wie wir es bei der Schweinegrippe und Vogelgrippe auch schon hatten, immer wieder die gleichen Akteure, eine WHO, ein Robert-Koch-Institut, ein Herr Drosten, der war auch bei diesen damaligen Epidemien dabei, gibt es heute sogar schon Dokumentationen. So wie es wirkt, handelte es sich hier um einen Angriff gegenüber der Menschenrechte. Jene Eliten, die sich im Mainstream immer so als Wohltäter preisen, haben eigentlich im Hintergrund an was ganz was anderem gearbeitet. Dazu gibt es mittlerweile viele, viele Dokumente, viele, viele Unterlagen. Es geht hier um Bargeldverbote, es ging hier um Zwangsimpfungen. Es ging hier um Reduktion der Bevölkerung. Das sind viele Punkte, die man hier auflisten könnte. Es gibt zudem mittlerweile auch Gerichtsprozesse. Der Chef der WHO, der war an einem Genozid beteiligt. Das beginnt sich jetzt langsam so aufzurollen. Das sind leider Gottes alle Dinge, die man im Mainstream nicht gehört hat. Viele Enthusiasten haben jetzt die letzten paar Wochen versucht, über diese Themen aufzuklären. Was sich auch ergeben hat, dass viele von diesen Eliten, Schlagwort Hillary Clinton, aber auch Bill Gates, in pädophilen Netzwerken tätig waren. Ihr findet das letzte Video auf coronadatencheck.com, behandelt genau das. Es ist furchtbar. Ich weiß, es hat aber keinen Sinn, das jetzt weiter aufzuwühlen, denn unsere Arbeit seitens der Ärzte, die ist getan. Wir haben versucht, von der ersten Minute an hier klar aufzuklären, dass ein Virus eben so eine Pandemie niemals verursachen kann. Jetzt müssen Rechtsanwälte, Richter, Staatsanwälte hinein. Wird sicherlich nicht einfach sein, weil so wie es scheint, wenn man sich mit diesem pädophilen Ring beschäftigt, da gibt es Verstrickungen bis in die höchsten Kreise. Aber das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Wir wollen hier weiter am Zahnleid arbeiten. Das können wir nur mit euch. Jeden, den es interessiert oder jeder, der ein Zahnproblemchen hat, eine Zahnherausforderung, ihr seid eingeladen, bei uns wieder anzurufen. Denn wir legen jetzt wieder los. In diesem Sinne, alles Liebe!